Ist das nicht ein schönes Gefühl, alle 150 Sterne zu haben? Ja, und Luigi bombardiert sich jetzt erstmal auf das Dach des Schlosses. Wer sich jetzt denkt, oh verdammt, ich hab doch den Endbosskampf verpasst. Nee, der kommt noch. Aber die Kanone ist trotzdem auf, wenn man alle 150 Sterne hat. Bin nochmal zurückgegangen und... Ja, hier soll sich noch ein Hase befinden. Ah, guck mal, die Extra-Leben sind eingezäunt. Ja, weil Yoshinsky wurde ja einstweilen geweckt und der ist jetzt hier nicht aufzufinden, wie in der N64-Version. Stattdessen habe ich Angst, von dem hier ausgetanzt zu werden. Den will ich noch fangen und dann gucken wir uns heute die Minispiele an. Was? Wie? Ein räudiger Schnauzbart-Fetisch ist, hat mich gefangen. Ich muss wirklich mehr trainieren. Ja, also du hast einen Schlüssel. Nimm schon. Jo, damit haben alle Minispiele. Finde ich ein bisschen blöd, dass dieser letzte Hase da irgendwie sich hier befindet. Dass man erst alle 150 Sterne braucht. Gut. Hey, man kann auch mit Marios Fähigkeit ganz einfach hochfliegen dann. Oder warte mal, ich probiere mal. Du sollst auf dem verdammten Block drauf. Dann gehen wir gleich in das besagte Spielzimmer. Gut, das funktioniert nicht. Dann schicken wir den Grünen noch schnell ins Verderben. Oder gar nicht so viel abgezogen. Okay, dann machen wir das jetzt wie folgt. Passt auf! Ich zeige euch bestimmt jetzt auch beide Bildschirme und so. Ja, speicher halt. Speichern ist nie verkehrt. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben hier das Opening, hier Abenteuer. Achso, das habt ihr gar nicht gesehen, weil ich in Part 1 direkt damit begonnen habe. Wenn ich auf Abenteuer gehe, hat man hier... Ist das nicht schön? Ja, formidabel. Okay, Spielzimmer, das befindet sich hier rechts. Und da gucken wir einfach mal rein. Gucken uns am besten... Haben wir jetzt Luigi? Ja, Super Mario Slot. Gucken uns am besten das letzte, was wir eben freigespielt haben, als erstes an. Das ist einfach nur so ein einarmiger Bandit, oder was? Auffällig, auf dem unteren Bildschirm dieses Mario und dieser Bowser, das ist der... Oh, ach so, berühre. Okay. Das hat ja super funktioniert. Ach, das gibt wirklich was. Sterne. Geben Münzen. Und wofür sind die Münzen im Endeffekt? Oh, ich bin so gut, Alter. Wetten? Ich wette. Aber auf was wette ich? Jetzt habe ich doch einiges. Gibt Unterschiede. Sterne mit so einem Kreis drum und Sterne mit dem richtigen. Gut, dafür, dass wir hierfür die 150 Sterne brauchen, ist das ein bisschen billig. Nicht so, ne? Also beenden. Sorry übrigens, dass ich euch den Part jetzt so mit schwarzen Rändern zeige und so, aber ich will nicht extra dafür was erstellen. Gehen wir das der Reihe nach durch. Minispiel 1 ist irgendwas mit Wiggler. Level 1, Regeln. Welcher Wiggler? Berühre den Wiggler auf dem oberen Bildschirm übereinstimmt. Okay, ich soll den unteren Bildschirm, der mit dem oberen übereinstimmt. Aber wo sind denn die Unterschiede? Ach, die Muster auf dem Rücken, die können entzücken. Das könnte der sein. Richtig? Ich habe jetzt mir viel Zeit gelassen. Ich habe das Spiel auch nicht ganz auf Anhieb gerafft. Das könnte, das kann nur der sein. Unten rechts. Ja, die Wiggler-Segmente. Oh, es werden immer mehr. Aber das ist ein relativ einfaches. Der unten ist es. Gucken wir uns schlagen. Level 4, jetzt laufen sie da rum. Aber es kann nur der sein. Ach, da lächelt er mich an, der gute alte Kumpel da. So, jetzt wird's... Nein, der nicht. Das war der Falsche. Irgendeinen anklicken. Ja, ich dachte, die Zeit ist abgelaufen, ne? So gut wie. Ja, werdet nicht aggro. Haltet halt das nächste Mal still. Und dann ist gut. Achso, es wird sonst nicht abgespeichert, ne? Ich lasse es mal. High score, yeah. I'm the best. Fuck the rest. Das ist schon mal kein Spiel für die Ewigkeit. Vielleicht ja das hier. Ah, sowas wie Grimassen. Regeln. Ordnen die Slots auf dem Touchscreen so an, dass ein Gesicht zu erkennen ist. Ach, der Luigi war da wenigstens noch. Ach, wir sollen den Luigi machen. Ich mach zu schnell. Das ist
ausbaufähig, mein Talent. Ja, und jetzt noch Lucci. Ja, Wolski, Alter. Wario. Ja, ein sagenumwobenes Spiel. Wir haben ja leider nicht so viel Zeit, dass wir jedes eine halbe Stunde behandeln können. Ich gucke jetzt direkt mal, was mein Lieblingsspiel war. Da ist es. Zum einen gibt es... Pass mal, wir zeigen erstmal den Vorgänger. Das wird jetzt nicht so toll sein, weil ich ja das Ganze nicht mit dem Touchpad mache. Und hier muss man die Koopa-Panzer anstupsen und möglichst in die Mitte machen. Wie, was für eine Sportart? Boccia oder so? Oder Curling? Auch, ne? Ja, aber möglichst viele, ne? Ich kann die anderen ja auch... Oder warte mal, wir können auch so... Ja, ich ein bisschen fester mache, ein bisschen. Das ist doch voll schwul. Noch ein bisschen fester. Überragend. Souverän, souverän. 600 Punkte. Ne, das will ich nochmal machen. Oh, nix weiter beenden. Nochmal. Auf weh. Hick-Score. Nochmal. Achso, jetzt ist er auch noch da. Oh, und das war so vermurkst. Ja. Das ist eigentlich sogar irgendwie noch einfacher, möchte ich sagen. Naja, die Mitte zu treffen ist immer noch schwierig, aber immerhin. Das ist ganz gut. Ein 300er. Ihr seid echt miese Möb. Ah, der war ganz gut. Na also. 900 Punkte. Er steigert sich kontinuierlich, du. Alle guten Dinge sind drei, noch einen dritten und damit auch wirklich allerletzten Versuch hier. Ah, jetzt wieder in der Mitte. Ey. Übelst gut. Ich werde versuchen, den wieder genauso zu machen. Der ist sogar jetzt noch mittiger, ne? Ja, der zählt 1000. Eigentlich will ich den nicht mehr berühren. Oh, Mann. Das war zu fest, Junge. Das war zu läppig, Junge. Aber okay. Ich könnte noch versuchen... Pass mal auf. Ah! Hat jetzt gar nichts gebracht. Aber sei es drum, wieder 900 Punkte. Ich werde die 1000 wohl niemals knacken. Okay, und damit weiter im Text. Und jetzt das Spiel, das ich so oft gezockt habe. Pass mal auf. Oh Gott, ey. Das war schon mal ein schlechter Start. Erstmal ein paar Punkte. Es gibt bis 230, glaube ich, ne? So, und jetzt kommt noch ein Grüner ins Spiel. Es ist am besten, wenn die Grünen auch die Grünen berühren. Es gibt wieder 1000 Punkte. Also, die Roten nicht so, aber wenn ein Grüner den Grünen berührt... Achtung, jetzt! Ah! Da, 2000. Genau, das gibt immer 2000 Punkte. Alles andere ist... Hühnermist, ja. Jetzt kommt immer ein Grüner mehr dazu, aber begrenzte Anzahl. Und da die meisten Punkte raus holen. Ich hol gleich mein 3DS raus. Und zeige euch meinen Highscore dann. Ja, das mache ich. Wenn wir das Spiel hier fertig gespielt haben, hole ich meinen alten Privat... Da, nochmal angedotzt. Sehr gut. Meinen alten Privaten nochmal und beweise euch meinen Highscore. Das ist halt ein bisschen Spiel, das hat gar nicht so viel mit Können zu tun, auch viel Glück, aber man kann da Taktiken in der Tat entwickeln und so. Wie viele Punkte habe ich denn? 20.000. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das gut oder schlecht war. Ich glaube aber, das geht viel besser. Also ich berühre, die Grünen berühren sich ja kaum. Guck, der eine, der Döner, da zwar noch eine halbe Stunde lang, aber ohne Aussicht jemanden zu treffen, ja. Würde man nicht versuchen, so gerade zu beginnen? 22.000, das ist erbärmlich. Was mit 80.000 werde ich schon gehabt haben. Wir gucken mal. Tja. Das erste ist eigentlich Schnuppe, weil da ist ja eh nur ein Grüner drin. Da einfach nur ein paar kleine Punkte, viele Berührungen. Dann ist es gut. 4.000, meinetwegen. So, und der... Aber der braucht vor allen Dingen viel Schwung. Es bringt mir nichts, wenn ich das irgendwie anziele. Die brauchen Schwung.
die Jungs. Nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist erbärmlich. Also das ist richtig schlecht. So, das hat doch mal Bums gehabt. Bestens auch, wenn die Roten sich untereinander erstmal treffen und dann die Grünen. Oh mein Gott! Der trifft keinen! Highscore 22.500. Und jump! Jump! Spona. Nee. Gar nichts. Also die anderen, gut, die werden jetzt wieder ein bisschen aufgewühlt, aber. Ein Versuch danach machen wir noch, weil sonst zieht sich zu lang. Ich könnte recht lang spielen. Wobei mit Touchpen hat das echt mehr Spaß gemacht. Einfach viel mehr Schwung reinbringen konnte, als jetzt hier, wie ich das steuern muss. Guckt, unten hat es ein bisschen angedotzt. Das war ganz nice. Aber wir haben gar keinen mehr. Boah. Nochmal unterboten, diese Noob-Leistung. Unglaublich. Jetzt zählt's. Ja, einige angedotzt. Die erste Runde, wie gesagt, Schnuppe, aber dann. Ja, was ist Schnuppe? Ein bisschen besser geht's schon. Ich war doch bei 4000 noch was. Na, ja. Und jetzt, Hauptsache, fest. Kommt ihr zwei beiden, ihr Grünen, setzt eure Hintern in Bewegung. Okay, ihr seid nur Schildkrötenpanzer, aber mir doch Wurst. Ja, wenigstens. Da, berühren, berühren, berühren. Nicht so. Zwei können wir noch reinschmeißen. Oh, das war ja mädchenhaft. Mhm. 19.000, einen haben wir noch. Das werden wir wohl auf jeden Fall knacken. Also man hat immer das Gefühl, oder ich zumindest so, boah, das war doch nix, ich will es noch besser machen. Naja, wir haben den Highscore. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich noch, oder ich mache nach dem Part ein Bild von meinem DS und wie das da aussieht. Highscore-mäßig. Und blende es euch jetzt ein. Und dann sehen wir uns wieder. Okidoki, die anderen Spieler auch nochmal anschauen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist, glaube ich, ja, das Spiel Mario 64 DS. Es war halt auch vor allen Dingen da, um ja, die neuen Möglichkeiten des DS auch auszuprobieren. Sei es der Touchpen. Da kann man hier so Kreise ziehen. Also, wie soll ich sagen, Striche. Und dann läuft das natürlich nur auf dem unteren Bildschirm, wer hätte es gedacht. Und dann macht er da durch. Das ist mir doch ganz akzeptabel gelungen. So eine Lebensanzeige. Weiß gar nicht, ob das jetzt noch aufnimmt. Ich habe jetzt nämlich das Fenster leider gemacht, ehrlich gesagt. Das war auch nicht im Sinne. Ich starte die Aufnahme lieber neu, weil. Besser, als wenn ich hinterher herausfinde, dass es nichts war. Aber das... Und bevor ich es vergesse, wir können hier bei dem Mario noch ein bisschen... Deutlich mehr als auf dem Original, weil... Da konnte man so ein bisschen ziehen und alles, aber hier... kann man quasi das Gemälde vermurksen, ja. Und es bleibt dann vermurkst, die ganzen Linien quasi. Gucken, wie wir das anstellen können. Mop, mop, die Nase ein bisschen länger oder die Nase kaputt! Und schon bald ist es ein unidentifizierbarer Haufen. Nee, da bildet sich wieder zusammen. Ist ja langweilig. Okay. Das Ganze geht übrigens auch mit Yoshi. Falls Yoshinski hier ist, ne? Mip. Aber das ist... Ach, mit dem Herz. Kann ich noch was dazu machen? Oh, schon mal aufgesogen. Mal ein Bild. Achso, jetzt kann ich das Bild... Wow. Yeah. Okay, ich glaube, die einzelnen Minispiele haben es vielleicht noch ein bisschen mehr verdient als das da. Das Gekraxle da. Wir sind stehen geblieben. Machen wir eins am anderen. Was haben wir denn jetzt noch nicht gesehen, würde?
Wanted. Die haben wir gesehen. Jetzt machen wir hier weiter. Level 1, erste Runde oder so. Regeln bitte. Dieses Minispiel bringt das Fusserlebnis auf einen neuen Level. Streng deine grauen Zellen an. Sie sind hier gefragt. Regeln? Warte. Was? Ach so. Hier muss mit 1, 2 Spielzügen... Ach, man muss die komplett... Ich glaube, ich verstehe es. Mit einem Mal alle umdrehen. Ja, genau. Man tut die umliegenden 9 Blöcke auf einmal umdrehen. Die man anklickt und das wären dann hier, die da. Wow. Die da. Epic. Level 3 kriege ich auch hin. Habe ich mir das vor. Ja, später dann mit mehr Zügen. Ich sehe ja gar nicht, wo richtig der Bildschirm aufhört und endet. Also da. Yes! Epic Guter! Heben die Yoshis Pfingsten ab! 2 Runden. Nee, da bin ich zu doof dafür. Nein, wir müssen auch den anderen Spielen ein bisschen Raum geben. Ob ich es geschafft hätte oder nicht, das bleibt für immer im Ungewissen. Okay, Wanted. Ah, das ist ein geiles Spiel. Jetzt muss man das anklicken. Mario Wanted. Man muss auf Mario klicken. Das kenne ich auch noch, das Spiel. Pass auf. Man kriegt doch die Zeit dafür. Luigi Wanted. Jetzt auf Luigi klicken. Ja, ganz einfach. Dann Mario und auf Mario klicken. Jetzt Wario. Da unten rechts. Na, schnell gucken. Das wird immer heftiger. Na, seht ihr es auch so schnell wie ich? Ist auch erst der Anfang. Ich bin blind. Ihr habt bestimmt schon 100 Mal gesehen. Da ist er. Luigi, ja. Da kann auch um einiges mehr versteckt sein. Was halt das durcheinander da? Mit den Kappen, mit der Farbe grün. Wo ist Luigi? Wo ist Luigi? Wo ist Luigi? Wo ist Luigi, Mann? Schreibt's mir in die Kommis! Da habe ich schon gesehen. Das war ein Versteck, ne? Aber es geht. Ja, das ist ja vergleichsweise einfach. Luigi wieder. Ja. Klar. Wo ist er? Er muss bei den Yoshis sein. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Aber mein Gott, ganz okay. Ich bin aber schon viel weitergekommen. Das ist ein schönes Spiel. Aber da machen wir jetzt auch mal Schluss, weil sonst verzetteln wir uns da echt rein. Was ist das denn? Das ist die Blume aus Yoshi's Story. Lieb mich nicht. Regeln? Okay. Ja, reiß halt aus. Das ist alles, das ist das Spiel. Anstatt ihr euch selbst da Gänseblümchen angelt. Yes! Ja! Müsst ihr jedes Mal euren DS rausholen, nicht 3DS, DS. Und da pflücken, ne? Was macht ihr denn? Berühre den Screen dort, wo sich die Buhos verstecken. Bummels, bummels, bummels. Yeah. Okay. Irgendwas ist da nicht mit rechten Dingen zugegangen, aber es ist in Ordnung. Wir machen das. Luigi, was ist los mit dir? Ach, man sollte die freilegen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern und das wahrscheinlich mit Grund.
Noch ein Versuch. Ich glaube, so soll es gemacht werden. Yeah! Luigi der Bro. Boah, ich sitze unbequem hier. Boah, das ist doch kacke. Also wenn es mit 2 anfängt. Gut, man könnte sich der hier Bewegungsmuster einprägen und so, aber das ist jetzt nicht mein Spiel des Jahrhunderts. Fast. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist was Ähnliches. Boah. Wieder im Einklang bringen, aber diesmal nicht so groß, oder was? Gut, da wir so ein ähnliches Spiel bereits hatten, mache ich das mal weg. Da gibt es noch viel mehr Charaktere. Der Ton macht's. Jedes Mal, wenn du einen Schatztruhe öffnest, hörst du einen Ton. Oh, identischer Klang. Habt ihr Marios Face gesehen? Sehr gut. Das haben wir. Du bist so gut. Bin schon sehr gespannt, wie das noch in schwierigen Situationen aussehen soll. Dieser lachende Mario macht mich fertig. Aber nur noch ein Herz links. Das könnte bedeuten, dass ich mich nicht mehr vertun darf. Hä? Alter, ich höre da kaum einen Unterschied. Okay, wenn es so heftig wird, ich dachte, es geht nur um Soundeffekte aus dem Spiel. Falsch gedacht. Yay. Wir sind ganz gut dabei. Wir machen das so lange, bis wir ausscheiden. Sehr gut. Die Nummer 6 gehört auch uns. Sorry, dass ich so still bin, aber ich muss ja lauschen, was es da für Geräusche gibt. Die Geräusche kennst du, ne, Mario? Du bist so unglaublich gut. What the? Hä, bin ich blöd? Ich hab doch jede Möglichkeit ausprobiert. Ne, da war ein Denkfehler drin. Naja, 7. Wenn du mal so blöd lachst, ne? Da gibt's einen Kopfnuss. Das letzte von Yoshi. Hütchenspiel quasi. Noch kann ich dem Ganzen folgen. Ja. Eigentlich war ich da nie besonders schlecht drin. Nie besonders schlecht. Mario Party 1 macht's möglich. In der Mitte. Aber so auf Bazaren und so, die sind ja voll am Tricksen und Mogeln und Schummeln und Betrügen. Kein
kein Problem. Den kriegen wir hin. Aber wird natürlich noch heftiger. Oh, was? Jetzt weiß ich gar nicht, welcher ist denn erforderlich. Beide. Dann habe ich ein Problem. Ach, wo ist der Yoshi? Ich habe halt den Grün weiterverfolgt. Eine Chance habe ich noch. Dann kriegt er es hinterher gesagt, welcher überhaupt gesucht wird. Eieiei. Na, das aber... Danke. Vielen Dank. Danke für die Blumen. Die tun die simpelsten Spiele da behandeln. Auch gut. Okay, Yoshi haben wir komplett gesehen. Jetzt Mario. Da fehlt noch das hier. Das sieht aus auch wie in Mario Party 1. Ah, das ist nicht schlecht. Aber man kann das selbst zeichnen. Pass mal auf. Hat er alle Zeit der Welt zu gucken. Ach, jetzt muss man mit den Linien auch wieder klarkommen. Der Mario muss ja... Oh, jetzt habe ich einen Dingfehler drin. Der Mario geht dahin. Okay, meinetwegen. Und der Mario geht... Dahin, bitte. Jetzt habe ich mir schon so Trash eingebaut. Der Yoshi geht dahin, ist gut. Ich muss noch mehr Linien zeichnen, damit der Yoshi... Ah, ich probiere es einfach. Aber das ist immer schon wieder zu viel des Guten eigentlich. Fast! Nee, nochmal, nochmal. Das will ich mal probieren hier. Let's go! Highscore, ich bin so unglaublich unfassbar geil. Also. Rüber, rüber, rüber. Der Yoshi geht dahin. Der Yoshi geht dahin. Der Mario geht dahin und der. Ja, so passt das. Ihr versteht das, ne? Das ist ja noch das Einfache. Jetzt geht der Mario dahin. Das passt noch. Der Yoshi allerdings nicht mehr. Der muss dahin. Ne, weil er den Weg geht. Und der Yoshi passt. Der Mario passt auch. Der Mario passt. Der Yoshi passt. Das müsste es gewesen sein. Also, eine Linie. Nein, ich habe bloß gedrückt, Idiot. Ich habe gedacht, warum geht's nicht weiter? Nun denn. Damit kann man sich auch aufhalten. Schöne Spiele auf jeden Fall. Fein. Dann haben wir noch... Da noch jede Menge. Da ist was Ähnliches. Was ist das denn? Wir müssen etwas zeichnen, aber es geht doch in die richtige Richtung. Verstehe. Hier haben wir die einfache Variante. Vielleicht hätte man die zuerst spielen sollen. Zeig erstmal, wo du lang machst. Gerade noch so die Kurve gekriegt, ey. Geschafft! Hast es gerafft? Jetzt wird es anscheinend mehr tricky. Oh! Da hat man jetzt ein Problem gemacht. Das war noch gerettet, aber hat mir ein Problem gemacht, weil ich kann da nichts hinzeichnen. Ich hätte drüber zeichnen können, aber zu spät eingefallen, Burschi. Alles verbesserungswürdige Leistung, aber wir wollen uns ja nur die Spiele kurz reinziehen. Dann haben wir hier irgendeinen Regenbogen. What? Wir müssen einfach nur antippen, wie es scheint. Wir müssen die Marios wieder antippen, wenn sie runtergefallen sind. Regeln.
So, bevor du ihn berührst. Muss auf die Flyers aufspringen. Alles klar. Jetzt habe ich es gerafft. Und Level 1 geschafft. Das ist vielleicht nicht das, worauf die Menschheit gewartet hat, aber... Der erste ist down. Locker. Ach, die kommen wieder. Gibt halt nur irgendwie Punktabzug. Yes! Das ist aber jetzt nicht sehr abendfüllend, deswegen ab zum nächsten Game. Das ist Bomben. Führe die schwarzen Bomben auf den schwarzen. Okay. Kommt jemand auf den falschen, explodiert er. Und wo ist die Schwierigkeit bis jetzt? Bleiben ja sogar in ihrem Areal. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Mehr ändern sie vielleicht zwischendurch ihre Farbe oder so. Oder steuern sie das Falsche an. Tatsächlich. Hallo. Ich hab's gesehen, ja. Ich hab die rosane gesehen da oben. Okay, es wird dann immer... heftiger. Aber auch das geht mit dem Touchpad viel einfacher. 26. Ausbaufähig. Aber auch eine nette Idee. Schöne Musik. Das ist die aus Mario Sunshine. Ich mach ganz schön was falsch gerade. So, wahrscheinlich da lang, wo der jetzt steht, okay. Das Spiel raubt meine Nerven gerade. Und er landet auch nicht drin. Ja, dann geht halt. Geht sterben. Tschüss, Mann. Ja, ja, ist das so. Next game, please. Halte ich eigentlich noch den Controller in der Hand? Ich brauche den noch gar nicht. Was diesmal? Dasselbe wie eben. Nur durchgehend. Dasselbe wie eben, nur durchgehend. Von oben sind auch Schallgeister. Können die Marios dran abprallen? Okay. Haben wir auch gesehen. Na, mir fehlt jetzt auch ein bisschen die Motivation, mich damit intensiv zu beschäftigen. Aber vielleicht kommt noch ein Kracher. Mario haben wir durch. Guck mal, das Luigi, das sind nur so Kartenspiele. Was haben wir denn da? Memory und so? Die Kartenspiele lassen wir aus. Auch wenn Toad da schön mit dem Getränk rummacht. Aber die haben mir schon damals nicht gefallen und auch diesmal nicht. Varios Spiele. Die wollen wir noch sehen. Okay, wir wollen die Bomben also treffen. Das gelingt uns ja überragend bis jetzt. Wahrscheinlich gibt es mehr Punkte, wenn man möglichst viele mit einem... mit einer Kugel erwischt. Ich würde viel lieber die Toads da unten erwischen. Die gehen mir nämlich ganz schön auf den Keks. Meint ihr nicht, dass ihr ein bisschen viele seid inzwischen? Man kann die immer noch. Das Spiel geht ziemlich lang, glaube ich. Das geht ziemlich lang. Was hat man da? Irgendwas mit dem Schneemann. Regeln?
Wir sollen ihn ins Ziel rollen, indem wir den unteren Bildschirm einfach nur berühren. Hätte vorher Gas geben müssen. Das habe ich nämlich nicht so recht. Dann nochmal. Ja, also anschubsen quasi, nicht nur ziehen. Wie es halt in dem Spiel eigentlich die ganze Zeit der Fall ist. Ja, selbst im Abenteuermodus. So, also es läuft. Und wie es läuft, die Nase läuft. Zeit ist ein bisschen knapp beim Messen, kann das. Ein schönes Spiel. Was haben wir denn da? Bingo Ball. Ah, verstehe. Ja, es hat auch viel mit Glück zu tun, oder? Ja, hau die Bälle halt raus. Die werden sich schon irgendwo einfinden. Schön versuchen, unterschiedlich zu bewegen. Am besten natürlich einfach alle treffen. Also, na, du Idiot. Immerhin, nur die 2 hat gefehlt. Ist das was? Freue mich, dass ihr das genauso seht. hier ist ein geldgeiler Wario mit Münzen. Das Portemonnaie ist da. Münzintraktion. Achte genau, wo die Münzen landen. Berühre die Blöcke, um an die Münzen zu gelangen. Wenn du einen falschen Block berührst. Block berühren. Ach so, noch nicht jetzt, sondern erst, wenn die drin sind. Verstehe. Verstehe! Gar nicht so übel. Ah, doch. Doch, irgendwie schon übel. Doch. Nehmt's mir nicht übel. Aber da habe ich mir jetzt irgendwie mehr erhofft. Yeah. Der Soundtrack gefällt mir irgendwie fast am besten. So, die Macht des Geistes. Besitzt du übersinnliche Fähigkeiten? Kannst du erkennen, was auf der Rückseite der Karte abgebildet ist? Vielleicht hilft es, wenn du die Karte anstarrst. Ja, man hat's so gesehen. Brauchen wir keine übersinnlichen Kräfte. Laber doch keinen Stuss. Ich weiß nicht, was für Kinder das dann glauben. Oh ja, ich bin Magier, ich bin so gut. Man kann es ganz schwach erkennen. Das ist das Rätsels Lösung für die Leute, die auf 240p schauen. Ja, ich tue das Projekt hier immer auf 1080 rendern. Da hast du. Schöne Piratenbucht-Panik hier ohne das Schiff. Dann hätten wir hier noch was. Das. Was ähnliches wie Bingo, nur ohne Bingo. Ey, die sind da festgepackt. Ey, ich hab den Schalterpalast betätigt. Krieg ich eine extra? Ich achte gar nicht drauf, was die Bälle so machen. Sondern dass ich möglichst unterschiedlich. Abfeuere. So, das Pulver ist verschossen. Ich habe da noch eine Kugel bekommen.
Ich behaupte einfach mal, das ist gar nicht so schlecht. Obwohl es bestimmt schlecht ist, aber... Nobody knows. Und weiter? Ach, da ist noch ein bisschen am Rumrouletten oder was? Also Rouladen würden wir jetzt lieber. Wären wir jetzt lieber. Okay. Ein tolles Spiel. Jetzt die letzten drei. Und dann hätten wir das. Das sind jetzt einfach auch nur weitere Varianten der bereits gesehenen Spiele. Ja, ihr merkt schon, ich bringt mir nichts, mich zu verstellen. Ich bin gerade gelangweilt und will es hinter mich bringen. Gucken wir mal, wie die Spiele funktionieren. Ich freue mich halt schon so aufs Finale, wisst ihr? Was ist jetzt so anders? Das sind weniger Münzen, oder was? So, jetzt muss ich raten. Ja. So schnell geht's. Boah, das war wirklich sehr wenig Blöcke. Dafür war mal ganz okay dabei. Ich glaube, das ist sogar noch einfacher als das andere. Und da genau darauf achten kannst, wo die hingehen. So, und das letzte Minispiel, das ich euch zeigen werde, ist hier wieder der Schneemann, der alle Register zieht. Und anstößt gegen einen Felsen. Ah, 30 Sekunden, was ist das hier für ein Marathon? Mit Pinguin-Power. Er guckt böse. Ja, was denn? Kommt halt mal ein Schneemann. Stress mich nicht. Ja, nee. Das muss nur mit einem Touchpad spielen. Okay, das waren die Minispiele. Beim nächsten Mal gibt es das Finale gegen Bowser. Auf keinen Fall verpassen. Daumen hoch vielleicht und bis dann und ciao.